Gegendarstellung. In ihrer Ausgabe vom 13. November 2013 schrieb die Magdeburger Volksstimme in ihrer Kolumne Liestes, Westes, Köpfe, Klatsch und Kurioses zur Geburtstagsfeier von Lars Johansen, ich zitiere, zu den zahlreichen Gratulanten an diesem Montagabend gehörten unter anderem natürlich auch sein Spielgefährte und langjähriger Freund Heiko Herfurth. Hierzu stelle ich fest, dass ich weder der langjährige Freund noch ein Spielgefährte noch ein anderes Sexspielzeug von Lars Johansen war, bin oder je sein werde. Vielmehr habe ich bei der Organisation dieser Geburtstagsfeier eine sehr große Summe meines Privatvermögens nur dafür aufwenden müssen, damit überhaupt jemand zu seiner Geburtstagsfeier kommt. Freunde hat er ja keine. Und die Jahreskarte für eine nicht näher benannte Kinokette hat er auch nur bekommen, damit er mal für ein paar Stunden von der Straße ist. Ist die Kamera schon? Läuft die? Achso, okay, ich mach da mal, ja. Hierzu stelle ich fest, dass Heiko Herfurth weder mein langjähriger Freund noch ein Spielgefährte oder ein anderes Sexspielzeug von mir war, ist oder je sein wird. Vielmehr würde ich ihn eher als sehr, sehr entfernten Bekannten bezeichnen, der mich seit Jahren um Auftritte anbettelt, seine Texte nie lernt und auch sonst eine Art der Komik pflegt, für die die Bezeichnung Penäler Humor noch geschmeichelt wäre. Außerdem piekt sein Bart beim Küssen immer so, mal ehrlich, ich könnte doch ganz andere haben. Jens Bullerjahn, Egon Krenz, Leonardo DiCaprio zum Beispiel. Und es war nicht mein 50. Geburtstag, sondern mein 30. und mein 20. Das deutsche Presserecht zwingt mich, meine ohnehin schon knapp bemessene Zeit mit einer Gegendarstellung zu vergeuden. Aber nun denn, so sei es. Heiko Herfurth und Lars Johansen grüßen sich nicht einmal, wenn sie sich auf offener Straße begegnen. Anwaltskanzlei ohne Wenn und Aber im Auftrag von Heiko Herfurth, Lars Johansen und dem offenen Kanal Magdeburg. Hierzu möchte ich nur kurz anmerken, dass solche Kindereien keine weiteren Anmerkungen meinerseits verdienen. Nur so viel, bei unseren Anwälten sind notariell beglaubigte Fotos, die eine ganz andere Sprache sprechen. Und die zeigen wir Ihnen jetzt.